Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin euer Firbo. Und wir legen wieder direkt los. So, fangen wir an hier mit unseren guten Hühnern, die wieder nur ein Ei legen, wie es scheint. Mensch, Hühner, das könnt ihr mir nicht antun. Ich habe Frauen und Kinder zu ernähren. Ich könnte nicht immer nur ein Ei legen. Heißt, die Kuh will wahrscheinlich dann auch nicht. Oder? Doch, die Kuh will. Okay, gut. Jemand will die Kuh mal. So, ja, hier haben wir nichts mehr auf dem Feld zu tun. Momentan zumindest. Gut, dann ich das hier reinschmeißen, das hier reinschmeißen. Ich das mal alles mit. So, nehmen wir hier rein, zack. Gut, dann machen wir hier, das ist das Quarzzeug, genau. Gut, so. Machen wir einfach mal ein bisschen Gold. Ne? Zack. So. Ja, wir haben jetzt unser Goldproduktion ein bisschen erhöht. So, haben wir dann 10 Stück. Habe ich Eisen da? Aber Eisen mache ich gerade über eine Kanne. Mache ich über eine Kanne schon, ne? Kann stehen, aber Eisen machen zum Beispiel. Eisen machen. Oder ich. Ich bin überlegen. Kann ich die Sichel eigentlich upgraden? Das weiß ich nicht. Ich Gold, ja, Gold kostet zu viel. Die kann ich aber upgraden, theoretisch. So. Mal einfach so. Schau auf jeden Fall mehr Eisen. Das ist auf jeden Fall ohne Frage. So. Gehen wir mal die. Erstmal hier wieder hin. Gehen auf unsere Spitzhacke. Und kloppen das weg. Das hier. Und das. So. Dann gehen wir in die Stadt. Merken, dass er noch nicht offen hat, leider. Ups. Hm. Schon doof. Und kriegen ein Brot. Nice. Ich hab ihn doch kaputt. Ein Buch, juhu. Das wollte ich schon immer haben. Dann bringen wir das Buch. Gut, dann machen wir jetzt erstmal, bringen wir das weg, dann können wir die Hacke nochmal upgraden. Notfalls. So, dann schon mal unsere Ausrüstung nochmal hochkriegen. So. Da liegt eine Muschel, die nehme ich mit. So. Da sind wir mal. Okay. So tolle Sachen droppen die jetzt auch nicht mehr. Leider. Oder hat er vielleicht. Ne, vielleicht hat er eine Top-Qualität gedroppt, aber ich glaube, die haben noch nie eine gute Qualität gedroppt. Ich erinnere mich gerade einfach nur falsch. Ich weiß es nicht. So, hier sind keine Würmer. Nice. Ich suche einfach die Würmer der Leute hier. So, gehen wir hier gucken. Dann gibt es ein neues Quest. Akzeptieren wir mal. Was will der? Der Wizard will einen Amethyst haben. Okay, dafür gibt uns 300. Was für nicht schlecht ist. Hallo, der Vieh ist da. Tralalala. Ist Abigail da? Abigail ist da, nice. Hallo. Es ist so kalt draußen. Oh. Aber ich genieße es, einen Schneemann zu bauen. Hier, schenke ich dir. Bitteschön. Also sie müsste eigentlich so viel Amethysten haben, ey. Die könnte sich so das so ein Stück ballern lassen und sich so eine Zahnsprünge draus machen können. Jedes Mal, wenn dieses lächelt, sieht man nur Amethysten, ne? Kennt man das nicht, die Grills oder so? War auch immer so modern bei den amerikanischen Hip-Hopern oder Rappern oder wie man es so nennen will. So, ein Häschen haben wir hier. Aber sonst nichts Großartiges, wie es scheint.
Nur jede Menge Blumen habe ich jetzt im Inventar. Die mir null Energie geben, wenn ich es essen würde. Ich frage mich auch so, wer kam damals auf die Idee zu entdecken, dass Blumen essbar sind? Ich meine, war echt ein Typ so verzweifelt, dass er angefangen hat, Blumen zu fressen. So, weißt du, wow, dieses eine Gramm Blumen wird mich bestimmt satt machen und nicht noch mehr den Hunger verstärken oder so. Denke ich mir jetzt einfach mal so gerade. Muss ja echt so gewesen sein, ne? Ups, falsche Waffe. Juhu, nochmal Snow Yum. Yum, yum, yum. Ich mach schnell hier hoch, schauen, ich hab hier was hinten. Oh, guck mal. Zack, und noch meine Winter Road. Nice. Ich weiß, was da stehen soll. Hier ist leider nichts mehr, schade. Zwei Wut hau ich auf den Boden. So. Gut, dann laufen wir jetzt mal eben schnell runter. Vielleicht mal auch endlich mal meine Farmweite ausbauen, weil ich will eigentlich auch noch auf mein Geld achten. So viele Sachen, die man haben will und so. Ja, das ist halt der Spielantrieb halt, ne? Ich weiß auch nicht, wenn ich das jetzt alles haben würde. Wie würde ich jetzt auf das Spiel noch weiter reagieren? Würde ich das noch spielen? Also, dass man so aktiv sein, sag ich mal. Ich glaube eher nicht, das war bei Harvest Moon immer so. Wenn man alles hatte, hat man aufgehört zu spielen, so theoretisch. Ich weiß zum Beispiel bei Harvest Moon für den GameCube gab es immer einen. Erstmal eine Wasserkanne bekommen, nice. So, erstmal Geoden machen. Bam. Feuerquarz ist gut. Das ist auch gut. Clay, naja, egal. Ja, da gab es eine Stelle, da habe ich bis dahin habe ich gespielt und danach habe ich dann aufgehört, weil es immer dann halt alles so war, fertig war so. So, das könnten wir upgraden, das könnten wir upgraden. So, Steelhoe, ja, nehmen wir mal die hier. Da ist auch die Sachen dabei. 5000, ja, komm. Zack. Da haben wir dann zumindest alles schon mal so auf Steelhöhe. Was ich ganz okay finde. Stimmt, schon gesucht. Ja, habe ich schon. Ich bin zwar ein Mülldurchsucher. So, wir können die auf jeden Fall was donaten hier. Nämlich das hier. Was auch auf hier hin. So, neuer Rekord. Was kriege ich dafür? Ein Skelett. Was hat er mit seinen Skeletten? Aber guck mal, wir sind schon jetzt schon hier angekommen. Und ihr könnt gerne wieder lesen. So. Ich habe bis jetzt übrigens noch nicht auch, gelesen gehabt, zum einen, weil ich die Folge nicht geschnitten habe. Oh, Entschuldigung. Und zum anderen einfach, weil es mich nicht wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön, dass da so Texte sind und so weiter, aber die interessieren mich nicht so wirklich. Gut, da gibt es jetzt ein paar Sachen, die sind wahrscheinlich interessant, wirklich, aber der Großteil ist für mich wahrscheinlich dann eher langweilig. Oh, guck mal, Cookies nochmal bekommen, nice. I love Cookies. Hast du vielleicht noch mal ein paar Rezepte für mich hier? Ach, guck mal, er verkauft auch Cookies. Kann ich dir Cookies verkaufen? Ne, schade. Ein Bier, ich muss mir echt mal ein Bier kaufen. Boah, Alter, gib mir mal ein Bier. So. Na, Granny. Ja, wir sind vorsichtig, er sagt uns also. Sei vorsichtig nicht, dass du auf dem Eis ausrutscht. Ich dann nicht und dann batsch. Tot. Ausgerutscht auf dem Eis. So. Drei Uhr mittags, dann weiß ich, was ich tun soll. Ach ja. So, dann schauen wir hier rein. Das wollte ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das verkaufe ich. Und das war's. Blümchen, das kann ich da rein. Die Cookies kommen auch woanders rein. Cookies kommt doch hier jetzt rein, ne? Ja. Gut. Das Brot kann noch da rein geschmissen werden. Und die hier. Steinchen. Feuerquarz und Mineral. Was immer das für ein Mineral sein soll, frage ich mich.
Aber egal, hey, ich hab's nicht ausgesucht. So, so. Ich brauche mehr Eisen auf jeden Fall. Ich muss auch mehr Eisen farmen gehen. So. Kohle habe ich jetzt wieder inzwischen genug zum Glück. So, dies kann ich auch mal jetzt hier reinschmeißen. Diese Schlaucht. So. Könnte ich mal ein bisschen dekorieren hier eigentlich. Egal, aber erstmal stellen wir unser Skelett hier irgendwo hin. Kann ich das eigentlich hier hinstellen? Draußen darf ich es nicht hinstellen, okay. Finde ich ja schon ein bisschen gemein. Dann stellen wir das Skelett einfach mal hier hin. Ja, hier so. Ist ja wunderschön zum Angucken immer. Morgens, wenn man aufwacht. ja gut. So, jetzt können wir noch ein bisschen mal in die Mine gehen. Theoretisch. Ich halt nur auf die Höhe gehen vom Eisen. Das wäre dann, glaube ich, wirklich eher so auf 60, würde ich sagen. Zu den Minen bitte, danke. So, wir gehen auf die 60. Denn hier ist es fucking cold. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist immer jede Menge Eisen, nice. Ja, das macht echt viel Schaden. So, so, so. Nervige Fledermäuse. Wie schnell Janka rauskommt und wie lange. Die hat zwei Schläge überlebt. Krass. Oh, drei Stück auf einmal. Na komm her. Oh, der hat richtig gut Sachen gedroppt. Der Geist. Hustmännchen, sterbt. Ich brauche eure Kohle. Oh Mann. Ich muss echt mal meine Mineralien verkaufen. Glaube ich. Na, schau, die ist nix. Aber man schießt auf Eisen schon mal. Das sind schon mal zwei Dinger. Oh, vier Schaden haben wir bekommen. Und die großen Steine nehme ich immer mit. Denn kann ja nie wissen. Und wer? Hallo? Dreh dich doch mal um. Oh, der lässt Schuhe fallen. Nice. Junge, bist du so dumm? Warum stellst du dich denn gerade so an? Mann, 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 Mann. So. Jede Menge Steine. Da war wenigstens Instant Down. Ach, guck mal, Diamant. Zwei Stück sogar. Diamantausbeute, yay. Jetzt darf ich den Ausgang suchen, nice. Ah, Frozen, nice. Das sehe ich doch gerne. Noch ein bisschen Eisen. Ja, mein Hauptantrieb gerade ist eigentlich Eisen. Ob man es glaubt oder nicht. Na komm schon, gib mir den Ausgang. Hallo, Ausgang. Daraus werden jetzt irgendwelche Fallen in den Wänden, ne? Nummer Frozen, nice. Muss ich jetzt an die Folge denken, die ich gerade bei Gronkh geguckt hatte, wo er die Frozen Tears in der Wüste findet. War schon ein wenig lustig, weil es ja total logisch. In der Wüste ist ja auch so kalt. Obwohl nachts ist es ja mega kalt in der Wüste. Endlich. Wuhu. Oh, da hat man hier so ein Combat-Ding. Nice. Komm her. Oh, du bist instant down, okay. Hallo. Aua. Hört auf, mich immer falsch schleimen zu müssen. Finde ich nicht nett. Schön, dass ich so OP bin, ey. Alter, wie viel war denn in dem? What the fuck? Der hat mir 8 Schaden gemacht, lol. Der hat mir 8 fucking Schaden gemacht, der kleine Fratz.
Krass. Okay, wenn die rote Augen haben, machen die anscheinend mehr Schaden. Ist hier noch was? Ne, hier ist nix. Der wird down, ja, das habe ich ja schon mitbekommen. Schön, dass du mir jetzt darauf hinweist. Ich will trotzdem gerne schon ein bisschen umgucken hier, ob hier vielleicht was liegt. Ne, schau mal nicht, schade. Hm. Schade, schade, schade. Dü. Jetzt haben wir 5 Level gemacht und... Warum jedes Mal bei meinem Spawn? Mann, das ist unfair. So, der droppt nicht mal was jetzt. Nice. Der eine war gerade richtig großzügig zu mir und der ist jetzt gar nicht großzügig mehr zu mir. Wie er in mir drin ist und ich ihn einfach nicht shitten kann. Ah, und jetzt muss ich wieder den Ausgang suchen. Ach Mann. Das ist doch unfair. Ich wünschte, wenn ich das wenigstens beim Zerstören der Kristalle irgendwas kriegen würde. Ah, oh, Eisen, nice. Schön, dass direkt der Ausgang ist. Hallo? Oh, 2 Schaden. Richtig hart. So, guck mal, die Steine kaputt hier. Zack. Blöde Fledermaus. Die Ding, da freuen sich welche mich zu sehen. Gut, hier ist nichts mehr. Schade, ich könnte eigentlich die Fackeln mal mitnehmen, aber naja, brauche ich ja eh nicht mehr. Theoretisch. So, praktisch hol ich mir noch das Eisen. So. Na, ich guck mich nochmal hier schnell eben um. Ich darf nur nicht in der Mine sterben. Beziehungsweise sterben. Einschlafen. Das ist das Wichtigste, weil sonst kriege ich nämlich Haue. Mann, jetzt kriege ich über jedem Schlagen hier im Eisen oder was. Ach komm, da geht's sogar runter. Was ist denn. Oh, das ist noch ein Frozen Tier und ein Eisending. Ja, ich bin ja gleich hier raus. So, Row 1. Naja, 30 Eisen. Wir sind 6 Barren, immerhin. Leaves meins. Passt ab. Dann laufen wir direkt schnell nach Hause. Ohne groß hier noch was zu machen. So. Zack, haben wir noch geschafft, seht ihr mal, können wir noch schlafen gehen. Und da haben wir schon Tag 15 rum. Ah, heute war die Ausbeute leider schon ein bisschen gut. Ah gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.